Skandal. Dass ich sowas noch erlebe. Was denn? Was ist los? Ja, wonach sieht das aus? Ich wurde beurlaubt. Schluss, finito mit der Arbeit. Und was machst du überhaupt schon so früh hier? Ja, geht mir doch genauso. Ich wurde doch auch beurlaubt von der Arbeit. Das Corona-Desaster ist nicht mehr spaßig. Jetzt können wir zu Hause rumhocken und Däumchen drehen. Ja, Schatz, geht ja letztendlich um unsere Sicherheit. Da können wir auch nichts mehr dran ändern. Da sagst du was, Sabine. Keine Arbeit mehr. Jobcenter, komm her. Lack Fatma, was mach ich? Lack keine Arbeit mehr. Jobcenter, komm her. Ahmed, was ist los? Warum hast du keine Arbeit? Hast du gekriegt Kündigung? Lack nein, was du sagst? Ich habe gekriegt Kündigung. Was ist das? Diese ist Corona, keine Kündigung. Diese heißt Kündigung. Lack Ahmed, Habibi, ich nichts verstehe. Egal, diese Corona, keine Arbeit. Trotzdem kommen Geld. Mehr, du musst nichts wissen. Lack, was jetzt? Habibti, diese dangerous Virus, deswegen al Hause bleibe. Wo ist diese ja? Ist das der Daniel? Ja, wird wohl so sein. Hi Mama, hi Papa. Lass mich raten, wegen dem Corona gibt's auch keine Schule mehr? Ja Papa, wo weißt du das? Ja, frag dich mal, warum deine Mama und ich schon hier sind. Arbeit ist auch nicht mehr. Papa, ich dreh komplett am Rad. Ich meine keine Schule mehr, ist zwar schön und gut. Aber über einen Monat zu Hause eingesperrt, da wäre ich doch wahnsinnig. Daniel, komm, beruhig dich. Dann haben wir halt mehr Zeit für die Familie. Das wirst du schon überleben. Ja, das werden wir noch sehen. Junge Scheiße, mach du so fertig. Hallo Baba. Hallo Baba. Was machen hier Scheiße diese Zeit Schule diese? Mama, wir haben keine Schule mehr, wir haben Corona-Ferien. Na, was keine Schule, Mulli, ja Kalb, da gehst du raus und machst du Schule, machst du Arbeit, andere Sachen, was mach ich? Nein, Baba, was redest du? Corona ist gefährlich, wir können nicht raus. Sacker Timmer, bei junger Mann kann nichts passieren, Corona, denkst du Vater blöd oder was? Schuh, Ahmed, was machen wieder Probleme? Lassen meine Kinder in Ruhe! Sag, diese Scheiße Kinder, keine mehr haben Schule jetzt, machen meinen Kopf kaputt jeden Tag, was mach ich? Baba, auch wenn wir rausgehen und Corona kriegen, können wir dich anstecken, das ist gefährlich für dich. Hey, du und deine Bruder, mehr gefährlich für mich, du bist du schlimmer als Corona. Halas, Ahmed, bitte mache keinen Stress. Jalla, Kinder, kommen essen, essen fertig. Jalla. Ich hab den Einkauf gemacht, bitte vor dem Einräumen ausgiebig desinfizieren. Ja gut, Schatz. Aber was hast du da an deinem Auge? Ja, denkst du, das Toilettenpapier kommt von alleine an die Kasse? Hä? Wie jetzt? Ja, ich hab mich da mit zwei Leuten angelegt. Da haut der eine mir auf einmal eins auf die Rübe. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja, hast du nicht die Polizei angerufen? Ja, selbstverständlich. Aber in Sachen Toilettenpapier, da halten sie sich raus. Ja gut, das kann man irgendwo verstehen, ne? Ja, tu mich auch. Scheiße, diese Malugen, diese, weißt du? Hallo, hallo, was haben? Wo du machst Streichen? Baba, der ist nicht am Streichen. Der schiebt schon wegen Corona. Aber warum diese haben eine malalakira Klamotten? Baba, sowas nennt sich Sicherheitsmaßnahmen. Ich weiß ja nicht, wer von euch Corona hat. Du in alle Buk, Jabnil Kalb, du wollen sagen, ich habe Corona, Jabnil Corona? Baba, ich sag ja nur, es könnte nur sein. Lack ja Kalbun, deine Vater haben früher im Dorf mit Löwen gespielt. Und du machen mir Astronaut-Klamotten wegen Corona-Moronavirus? Ahmed, mach du bitte einkaufen, wir brauchen Mehl, Tomate. Was einkaufen? Ich, alter Mann, ich dürfe nicht raus in Corona. Hä, ich dachte, du hast früher mit Löwen gespielt. Zakirtimak, ja Kalb, ja malalakira, ja, du nicht für reden. Jalla, Ahmed, bitte raus, schnell, ich brauche Tomate. Was du mich fragen? Sag ihm, deinen Sohn machen einkaufen. Nein, Ahmed, diese gefährlich für Kinder. Du bist du Vater von zu Hause, du musst du einkaufen. Ja, Majnune, bist du verrückt? Ich jetzt Baby von zu Hause. Du hast nur einen Mann. Frag ihn eine von deinen drei Schafe. Du hast du genug von diese. Das denn sein? Ja, du, das finde ich jetzt heraus. Was?
Was? Hey Papa, lange nicht mehr gesehen. Ja, sag mal, bist du nicht ganz bei Sinn oder was? Hey, was hast du denn, Papa? Ich wollte euch doch nur mal besuchen. Also erstens, 1,5 Meter Abstand, Kollege. Und zweitens, du kannst nicht einfach unangekündigt hier auftauchen. Ja, ich wollte spontan meine Eltern besuchen. Ich habe jetzt frei wegen dem Coronavirus. Meine Semesterferien wurden vorgezogen. Ey, hast du nicht mal alle Tassen im Schrank oder was? Realisierst du überhaupt den Ernst der Lage? Papa, entspann dich doch mal. Ich bin doch dein Sohn. Was meinst du, wie mich das gerade interessiert? Was soll ich denn wissen, mit welchen Unifuzis du da rumgeturnt hast? Komm, sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor mir noch irgendwelche Viren hier reinhüpfen, du. Ey, Papa, ist das dein Ernst? Du übertreibst echt die Lage. Ja, genau. Und lass dich mal testen. Damit ist nicht zu spaßen, das Corona-Ding, ja? Den Schuss nicht gehört, ey. Der ist von einem guten Geistanfall, das ist wirklich. Was war los? Wer war an der Tür? Ja, das war Pascal, dein anderer Sohn. Kannst du das glauben? Hör mal, tickt er noch richtig oder was? Hat er echt gedacht, er kann hier einfach so reinspazieren? Oh ja, die Jugend von heute, ey. Keine sozialen Kompetenzen. Ich war Jobcenter, der gibt mir so Papier und sagt, ihr ausfüllen. Ach, Habibi, jeden Tag das Gleiche. Jeden Tag das Gleiche. Immer Papiere. Alles Lüge. Nach Corona, Maradona, alles Lüge. Scheiße, diese. Bruder, alles Lügen. Lügen, alles Lügen. Hallo, Ahmed, was du machen hier mit Freunden Corona tauschen? Was diese? Was du sagen, Corona, diese meine Freunde seit 30 Jahren, was du sagen? Lack, was Freunde wollen wir? Alle Menschen können haben diese Corona. Nein, Habibti, ich habe schon gemacht Kontrolle bei Freunden. Schon, welche Kontrolle, Ahmed, welche? Ja, diese Kontrolle, guckst du. Habibi, du haben Corona? Wallah, ich hab nicht. Alhamdulillah. Andere, du haben Corona? Astaghfirullah, wallah, ich hab nichts. Okay, gut. Und diese letzte Freunde, Ragel. Oh, Habibi, du haben Corona? Ey, Bruder, ich höre nicht. Ich sag nicht wallah. Lakay, was du nix, nur nichts schwören, du haben Corona? Nein, ich habe nicht, ich hab gesagt, ich habe nicht. Schuh, du wollen nicht schwören, schuh, diese, du haben Corona? Antar, nein, ich sage, ich hab nicht diese Corona. Habibi, raus, nichts schwören, raus hier. Was raus? Habibi, keine Diskussion in meiner Wohnung, in meinem Haus. Jalla, raus. Wollen nicht gucken, du auch ein Corona habe. Habibi, du hast Corona? Ja, ich hab. Warum du Lügen? Warum? Ein bisschen nur, ich hab nicht viel diese. Ja, okay, Habibi, tala, komm. Habibi, kommst du nächstes Mal, jetzt viel besser und gut, inshallah, viel gesund, ja? Wenn du wieder gut, normal, kommst du wieder, ja? Inshallah. Jalla, roh, geh, krank du. Sabine. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich weiß, Moritz, das Geld wird knapp. Aber zusammen, das schaffen wir schon, Schatz. Ja, wir schaffen das. Keine Arbeit, Corona. Machst du Grillen, Corona? Fatma, bringst du Patata? Schöne Grüße, Jobcenter. Gerade Corona! Okay. Was jetzt diese Corona, Corona? Oh. Mein Blutdruck ist wie als ob ich Vater bin von 7 Kindern. Uff. Du wolltest sagen, ich habe Corona, ja, ihr habt eben Corona? Ich hab was für mich gelacht. Das war mein Ding. Ey, du bist Weißt du, wie der gemacht hat? Leck das jetzt. Der ist so geblieben. Der Jobcenter gibt mir so Blätter und macht dann ausfüllen. Was passiert? Warte, dass ich verbrannt, Leute. Kannst du mir bitte einmal zeigen, ich hab mich hier verbrannt.